So, Freunde und Moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video und wie ihr sehen könnt, habe ich hier den wunderschönen M5 Competition in der Waschbox stehen und um den werden wir uns heute kümmern, den komplett reinigen. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall nochmal einen richtig schönen sonnigen Tag und den nehme ich auf jeden Fall gerne mit, bevor der Wagen dann wieder zurückgeht zu BMW nach München. Gebe ich den natürlich in einem sauberen, sehr guten Zustand wieder ab. Ja, der ist auch nicht so sonderlich verschmutzt, das ist klar, weil ich hatte den jetzt knapp 2 Wochen und dementsprechend, ja, hier und da ein bisschen ein paar Verschmutzungen drauf. Man sieht das, gerade bei Weiß ist das natürlich üblich, dass wir hier in dem Schwellerbereich natürlich stärkere, schnell die Verschmutzung haben und auch deutlicher sehen können, wie auch hier einige Wasserflecken und so weiter. Ein paar Kleinigkeiten sind dran, genauso wie auch hier im Heckbereich. Aber nichtsdestotrotz bleibt das hier auf der Ladekante nämlich auch immer ganz schön stehen. Und dementsprechend werden wir jetzt hingehen und den Wagen soweit waschen. Ich habe dafür parat Gloria FM30. Dann haben wir dabei Reactive Field Cleaner, den habe ich ewig nicht benutzt. Also Kochchemie Felgenreiniger. Ich habe das Snow Foam mal wieder rausgekramt von Wellet Pro, das pH-neutrale Snow Foam, was wir in der Gloria ausprobieren werden. Dann habe ich auch noch dabei das Spray and Protect. Das werden wir aufsprühen, müssen wir runterspülen und dann gründlich abtrocknen, das Fahrzeug, die Reste. Und dann ist er auch noch schön versiegelt, da freut sich BMW bestimmt. Und für den Innenraum, wenn wir das zeitlich noch hinkriegen, habe ich noch den Allround Surface Cleaner, genauso wie auch den Tugalin Glasreiniger dabei. Und natürlich nicht zu vergessen, 2 Arme Handwäsche passiert dann wieder mit meinen 83m2 Wonder Washer Waschhandschuhen, genauso das Abtrocknen auch mit meinem Wonder Dryer. Also, los geht's! Wir beginnen jetzt hier mit der Schaumvorwäsche mit der Gloria FM30 und als kleinen Tipp dazu, holt euch auf jeden Fall kostenfrei im App Store für Android, genauso wie auch fürs iPhone gibt es das oder auch iPad, die 83m2 App ist auch unten verlinkt und wenn ihr da jetzt reingeht, könnt ihr unter Lexikon zum Beispiel nachgucken und geben jetzt hier FM30 ein und dann bekommt ihr den Artikel mit Mischungsverhältnissen angezeigt und wenn wir den aufrufen, haben wir jetzt ganz viele verschiedene Kategorien, auch für die FM10 haben wir Mischungsverhältnisse, für die FM30 und so weiter und bei der FM30 haben wir jetzt hier einmal Mischungsverhältnis 3 Liter Wasser Gloria Top Foam wären 45 Milliliter beim blauen Filter und 3 Liter Wasser 30 Milliliter vom Koch Chemie Snow Foam beim roten Filter ist meine Empfehlung. Beim Snow Foam von Wellet Pro bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich würde mal sagen, wir gehen mal, ja, machen wir auch mal die 45 Milliliter, weil es ja wirklich relativ dünnflüssig ist. Und dann gucken wir mal, was da von Schaum rauskommt. So, ca. 45 Milliliter also rein damit. Und ja, das sollte schon passen. Okay, perfekt. Los geht's. Ich habe die Gloria jetzt soweit schon fertig aufgepumpt und jetzt gehen wir los. Oh, sehr schönes Schaumbild geworden. Schaut euch das mal an, vielleicht sogar ein bisschen zu dick. Beim nächsten Mal würde ich eher auf ja, so 35 Milliliter vom Snow Foam Wellet Pro mal gehen. Aber passt schon. Habe ich echt ewig nicht benutzt. Riecht auf jeden Fall angenehm. Ich gehe auch ein bisschen in die Radkästen mit rein. Das ist mit dem Stab hier natürlich richtig gut machbar. Der Wagen ist jetzt erfolgreich eingeschäumt und jetzt schauen wir auch mal in die Radkästen, weil das geht wirklich sowas von optimal mit dieser langen Düse. So kann man ein bisschen was erkennen und hier drüben sollte es auch ganz gut zu sehen sein. Also bin ich schön reingegangen, habe reingehalten, genauso wie auch unter den Schweller. Also mit so einer kleinen Lanze ist das optimal. Man sieht das richtig hier, da wird alles schon soweit angelöst an dicken Verschmutzungen, sodass die runtergespült werden. Während der Schaum jetzt einwirkt, gehen wir hin und kümmern uns noch um die Felgen. Je nachdem, welchen Felgenrahmen ihr verwendet, ist es relativ wichtig, dass der auf keinen Fall zu lange einwirkt. Der Reactive Field Cleaner ist okay, da kann man 1 bis 3 Minuten drauf lassen. Dafür nehme ich jetzt wieder meine 83m2 App, gehe oben ins Menü, rufe mir den Timer auf, halte den schon mal bereit, kann jetzt hingehen und lässig ganz easy die Felge soweit einsprühen. Hier auch ruhig ein bisschen mit auf den Bremssattel und ins Felgenbett gehen, das schadet nicht. Im Gegenteil. Da nochmal. Okay. Jetzt nehme ich mir die App und sage, ja, ich lasse ihn jetzt mal einwirken, ist nicht so stark verschmutzt. 2 Minuten. Drücke auf Start
Und in der Zeit kann ich jetzt die anderen Felgen einsprühen. Die Felgen jetzt soweit eingesprüht und zack, da kriege ich auch passend genau zur richtigen Zeit die Benachrichtigung. Timer ist abgelaufen, dementsprechend können wir jetzt den Wagen abdampfen. Schaut euch das mal an, so sieht der Wagen im sauberen, zumindest vorgewaschenen Zustand aus. Und ich denke, da ist schon einiges runtergegangen, was wir hier an den Seiten auf jeden Fall sehr gut sehen können. Also Vorwäsche bringt auf jeden Fall immer was. Ich sehe allerdings, perfekt ist sie nicht. Das muss man natürlich fair dazu sagen. Deswegen ja auch die Kombination aus Vorwäsche und Handwäsche. Genauso aber auch hier gut zu sehen, wie die Radkästen sauber geworden sind. Da war ja wirklich eine sehr starke Verschmutzung drin. Und auch hier Ladekanten, Heckbereich. Super sauber geworden. Also das funktioniert auf jeden Fall. Dementsprechend, zwei Eimer sind vorbereitet, Handwäsche. So, los geht's. Für den oberen Part des Fahrzeugs nehme ich hier den weißen Handschuh und gleich machen wir das dann weiter mit dem dunklen Handschuh. Hier ist nicht so viel Verschmutzung drauf, da können wir ruhig diese wunderschöne Haube hier mit den ordentlichen Streben kompletto machen. Und ansonsten immer der Tipp, ein Handschuh hat zwei Seiten in der Regel, nicht alle, aber viele. Dann geht mit dem zweiten bzw. mit der anderen Seite auch noch mal gut drüber. Perfekt. Den oberen Teil des Wagens habe ich jetzt soweit gereinigt, deswegen nehme ich mir jetzt den unteren Part vor. Jetzt gehen wir hier einmal sanft über die Türen drüber. Oberkante vom Schweller. So. Und guck mal, was da schon noch an Schmutz drauf war. Jetzt wende ich den Handschuh, nehme die andere Seite und gehe auf jeden Fall auch noch mal unten drunter ein Stück her. Der Wagen hat gerade mal 4000 Kilometer und ja, es geht, aber ein bisschen Verschmutzung ist da. Das ist jetzt also das vorläufige Endergebnis der kompletten Handwäsche. Ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Der sieht wieder richtig schnieke aus. Geiler Wagen, macht richtig Dampf. 625 PS, 750 Newtonmeter. Dementsprechend, jetzt habe ich ja gesagt, schaffen wir auch von der Zeit her und wettermäßig sieht das auch noch ganz gut aus. Da braut sich da hinten zwar was zusammen, aber da ist auch die Sonne. Ich denke, das kriegen wir schon hin, sodass wir nämlich jetzt hingehen können und versiegeln den Wagen noch mit dem Spray & Protect. Spray & Protect ist sehr wichtig, das wird nur auf den nassen Lack aufgetragen. Deswegen habe ich hier Wasser in der Sprühflasche drin und benetze jetzt mal die Motorhaube nochmal, weil es hier schon so ein bisschen wieder abgelaufen ist. Überall komplett Wasser drauf. Und da gehen wir jetzt auch bauteilweise vor. Soll heißen, wir kümmern uns jetzt im ersten Bereich um die Motorhaube, Kotflügel noch ein bisschen. Sprühen die Versiegelung dann runter, ist eine Nassversiegelung und dann sollte das passen. Dafür muss ich natürlich die Kotflügel auch noch nass machen, sehe ich gerade. Der war natürlich in der Waschanlage, bevor er bei mir abgeliefert wurde. Dementsprechend ist natürlich hier irgendein Zeug wieder mit drauf. Aber das kriegen wir so auch schon hin. So, und jetzt, wie viel waren es? 4 bis 6 Sprühstöße pro Quadratmeter, sagt Sonax. Und ihr seht auch direkt diesen Abperleffekt, der dadurch kommt. Also wirklich gar nicht zu viel, nicht übertreiben. So, und direkt runter. Das reicht schon. Deswegen kein Cut. Und ganz gründlich machen, das ist ganz wichtig, damit nichts drauf bleibt. So, jetzt zieht euch direkt dieses Ablaufverhalten an. Das ist natürlich richtig geil. Ja, also das kann sich schon mal sehen lassen. Für Versiegeln innerhalb von nur ein paar Sekunden ist das wirklich krass. Ich mache den Wagen komplett und dann müssen wir noch die Reste komplett abtrocknen.
bevor wir jetzt zum Abtrocknen kommen, nehmen wir jetzt hier nochmal die Sprühflasche. Jetzt guckt euch das mal an. Also für eine nur Draufsprüh- und Runterspülversiegelung ist das wirklich sowas von krass. Guckt euch mal diese Tröpfchenbildung an. Gucken wir uns in der Nahaufnahme jetzt gleich auch nochmal an. Und auch das Sheeting haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesehen. Das ist echt krass. Also richtig geil. Klar hält das natürlich jetzt nicht so lange wie eine keramische Versiegelung, aber nichtsdestotrotz muss man auch nicht so viel Vorarbeit leisten und so lange das Ganze bearbeiten. Hammergeil. Hier die Nahaufnahme der Tropfen. Also ich denke, die können sich sehen lassen. Das ist wirklich schon eine Ansage. Sehr geil. Jetzt natürlich schön abtrocknen. Jetzt machen wir heute mal den Handtuchwurf. Das ist so geil, wenn natürlich eine gute Versiegelung drauf ist. Jetzt noch eine Ecke einfacher, lockerer, dass wir hier das Fahrzeug so sanft wie möglich einfach nur abtrocknen. Sehr, sehr geil. Ich bin heute mal ein bisschen unvorbereitet. Ich habe kein Wonderdryer Mini dabei, deswegen nehme ich das große. Ist aber auch kein Problem, schlagt euch das so ein bisschen um und dann könnt ihr damit auch perfekt hier Einstiege und so weiter sauber machen. Ist natürlich ein bisschen unhandlicher wegen seiner Größe. Ich hoffe und denke, ihr könnt das erkennen. Hier hatte ich eine Kamera positioniert, deswegen ist hier dieser Saugnapfabdruck. Tugalin Glasreiniger und ein Waffeltuch. Gute Kombination. Bisschen ins Tuch sprühen, damit wir es nicht hier auf dem Leder und so weiter verteilen. Und damit geraden Bahnen hier einfach lang gehen. Das ist die Reinigung, wo wir wirklich die Flecken entfernen. Dann wende ich das Tuch. Haben wir eine neue trockene Stelle und gehe mit leichtem Druck drüber und habe die Scheibe komplett streifenfrei sauber. Im nächsten Schritt bin ich jetzt hier im Innenraum des Fahrzeugs und wir sehen, dass ich war es selbst, hier so ein bisschen rumgetatscht hatte, um diese Beschichtung auch mal anzuschauen und mal zu fühlen. Soll man natürlich nicht machen, aber ist kein Thema, wir kriegen es weg. Genauso sehe ich auch, dass hier Staub drauf ist. Und dafür können wir Concoch Chemie Allround Surface Cleaner nehmen, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Sprühe mir davon ein bisschen hier in ein Tuch. Mache ich mal eben. So, ihr seht das jetzt nicht, bin in der Kameraposition. Ein bisschen näher ran. Und das ist das Schöne an diesem Reiniger. Der ist wirklich für so ziemlich jede Oberfläche geeignet. Das heißt auch Navigationsdisplays, Tachos, was wir jetzt machen und so weiter. Jetzt muss man dann irgendwie drankommen, trotz der Kamera. Dann gehe ich hier wirklich ganz sanft, ganz easy drüber, nehme eine neue trockene Stelle vom Tuch und mache das jetzt wirklich komplett streifenfrei. Und dann sollte das wieder richtig gut aussehen. Da muss man nochmal nachgehen, da ist noch eine Kleinigkeit. Traumhaft. Da ist nämlich so eine kleine Beleuchtung für die, na, für was war das denn nochmal? Ach genau, so ein Spurhalteassistent ist da. Das nächste, was jetzt ansteht, ist das Navigationssystem oder das Display davon. Und warum sieht das so aus? Weil ich hier touchmäßig genutzt habe. Hier haben wir ein paar mehr, weil hier Apple CarPlay in der Ecke so ein paar Funktionen hat. Hier wird Musik gemacht und hier ist der Splitscreen. Bleibt nicht aus. Wenn man es nutzen kann, dann soll man es auch nutzen. Warum nicht? Weil wir wissen hier in dem Kanal natürlich auch, wie man das Ganze wieder perfekt sauber macht, ohne dass die Beschichtung, das ist ganz wichtig, hier kaputt geht. Benutzt bei sowas nur sehr, sehr darauf abgestimmte und dafür entwickelte Reiniger und nicht irgendwas anderes. So, und jetzt guckt euch das an, wie einfach und schnell das geht mit einem richtigen Tuch und dem richtigen Reiniger das Ganze hier wirklich streifenfrei wieder perfekt hinzubekommen. Okay, Freunde, ich hoffe, hier ist es nicht zu windig. Das ist sehr, sehr schöne Location mit schönem Ausblick. Und ich denke, die wird dem Wagen hier auf jeden Fall gerecht. Der sieht wieder richtig gut aus. Die Versiegelung kommt toll zur Geltung. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ist ein wirklich geiler Wagen, macht richtig Spaß. Nein, ich bin wegen euch jetzt extra mal nicht hier auf das Feld drauf gefahren, wo ich mit meinem Benz hier festhing. Wer sich daran erinnert, ansonsten das Video gerne im Kanal mal anschauen. Also, dementsprechend hat mir auf jeden Fall Bock gemacht. Sehr geiler Wagen und perfekt auch zu waschen. Habt ihr auch gesehen, Innenraumreinigung ist auch kein Thema. Man muss bei diesen Materialien heutzutage keine Angst haben. Wenn man die richtigen Produkte verwendet, funktioniert das auch. Dementsprechend Daumen hoch für den Wagen. Haut rein, bis zum nächsten. Ciao!